grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Leute, 6.12. 9.04 Uhr, also live vergeht's gar nicht. Ich bin aktuell mega im Stress, ich bin am Vorproduzieren. Ich bin nämlich von heute bis 8.12. bis Samstagabend in Salzburg. Ich wurde heute dankenderweise eingeladen zur Weihnachtsfeier von Red Bull Salzburg. Alter, wenn ich immer noch dran denken muss, ich bin hyper nervös, einfach mit den ganzen Profis und keine Ahnung wem noch. Einfach zusammen Weihnachtsfeier. Also danke nochmal an Christoph, einen der Manager von RB Salzburg. Ich freue mich übertrieben. Und wenn ihr aus Salzburg kommen solltet oder aus Umgebung, folgt mir einfach auf Instagram und dann seht ihr, wo ich bin. Pipapo. Eigentlich wollte ich die Reward streamen, aber wie gesagt, es geht sich einfach nicht mehr aus. Und hier, ich glaube, okay, irgendwie hat angezeigt, dass es irgendeinen Patch gab, aber okay, passt. Bis 3 Uhr nachts habe ich noch geschwitzt, dass ich in den Dreierrang reinkomme, wegen diese 50k-Packs, bestätigen wir schon mal. Dann haben wir die mal bekommen, sehr, sehr gut, also Division 2 Rang 3, ich finde das eigentlich mit das Beste. Und die Weekend League Rewards, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen Rang ich geworden bin, irgendwie Gold 2 oder, ja, Gold 2. Ich habe momentan so wenig Zeit, man merkt das auch an meinen Streams und so weiter. Aber hey, in nächster Zeit lichtet sich das Ganze wieder und wird wieder alles besser. 1 seltene Goldzeit, 2 seltene Megapacks, 45k-Packs. Sehr, sehr geil. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Hinterlässt gerne einen Daumen nach oben und solltet ihr noch kein Abonnent sein. Road to 100k ist das Ziel. Es ist noch sehr, 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 sehr weiter und steiniger Weg. Aber ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei. Alter, ich bin gerade auch mega müde. Ich sehe auch mega müde aus. Das ist zu krass einfach. Wir haben auch noch 7 von den 40 oder 45k-Packs. Also der eine oder andere Walkout wird da mit Sicherheit erwartet. Und jetzt, das Team of the Week ist mega geil mit Aubameyang, Chiellini, Timo Werner und wie sie alle heißen. Und deswegen, ich will einen von diesen Leuten ziehen. Meine letztwöchigen Rewards habt ihr gar nicht gesehen. Ich habe einfach so ein Experiment gemacht. Gold 3, was zieht man denn da? Weil in meinen Kommentaren habe ich einfach gehört, die sind so OP und keine Ahnung was. Und guckt mal an, ich muss echt sagen, das ist einfach die fucking Wahrheit. Also ich habe einfach den 89 in Form Eriksen gezogen in Rot. Gold 3 Rewards. Das ist zu krass. Er sieht mega gut aus, aber ich werde den nicht verwenden können. Ja, die 45k-Packs, also 7 Mal werden wir dann noch mitnehmen. So, und dadurch, dass ich wirklich im Zeitstress bin, wir öffnen jetzt schon mal das erste. Come on, ein geiler Spieler muss drin sein. Let's go. Come on. Okay, Fährmann. Fährmann ist auch nicht schlecht, oder? Sulimani. Aber drei Sterne. Ich weiß nicht, Leute. Wieder ist am Start. Fährmann. Ja, Leute, ich glaube, wir bleiben beim Rating. Ja, bei Fährmann. Ich glaube sogar, dass ich auch noch die UCL-Karte habe, aber egal. Fährmann 85, damit kann man leben für den ersten Pick. Ich hoffe natürlich, dass der zweite umso geiler ist, also noch ein höheres Rating. Deswegen öffnen wir auf ganz gechillt. Let's go. Kommt noch einer? Ah, okay. Valeri, Hernandez, Terode, Abraham. Also für wen würdet ihr euch denn entscheiden? Für Chicharito, einfach weil es die kleine Erbse ist, oder für das Rating? Aber Leute, wir werden das einfach kurz und knackig machen. Ich entscheide mich für das Rating. Trotz allem für Gold 2, 2x85. Ich muss echt sagen, ich kann damit leben. Wie ist euer Feedback in die Kommentare? Schreibt mal rein. Schreibt mir auch gerne eure Player-Picks rein. Ihr könnt mir das auch auf Instagram oder auf Twitter schicken. Auf beiden Plattformen heiße ich Part2FIFA. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber 2x85, damit lebe ich. Also da haben wir noch 8 Packs. Und da haben wir noch 7 Packs. Öffnen wir die als erster. In der Hoffnung, einen Walkout zu ziehen. Schade Marmelade, aber dafür deutscher Lande. Ist das wieder Fährmann? Nein, Baumann, man kennt den. Baumann ist wirklich, den sieht man so oft. Ja, sonst ist wirklich alles uninteressant. Und das zweite mit Nase, come on. Ich glaube, Nase hat mir Mbappé gegönnt. Und wer gönnt mir? Na, er gönnt mir gar nichts. Nein, macht er nichts. Kein Bock. Italiano Perra. Ah, nicht mal Perra, aber... Ja, okay, ich wollte aber sagen, aber der ist 83 Rating. And the next one, come on. Ein Walkout wäre so gut. Ein Walkout! Ein Walkout, ich wollte gerade Schicki nehmen, Leute. Come on. Wer ist das? Brasil? ZDM, Casemiro, Fernandinho. 86 Walkout. Okay, Fernandinho. Ich hätte auf Neymar predicted, so. Keine Ahnung. Aber ja, wie viel kostet der Bra? Fernandinho ist schon mal ein Walkout. Sehr, sehr gut. Der Nachgang war nicht so lecker, aber gucken wir mal. Ah,
okay, 30k sowas. Ja gut, müssen wir damit leben. Mein Asensio, 84er Karten, alles schön und gut. Aber ich will einen guten, einen richtig krassen Spieler. 81 bis 83 Spielerwahl, Abfahrt, vielleicht kommt auch noch an ihm vor. Falsch gedacht. So, wir haben jetzt noch 4 mega gute Packs. Enttäuscht mich nicht, ey. Come on, please, and walk out. Wow, das tut echt weh, Leute. Das tut mir echt schon weh. Ei, wieso den zweimal? Nein. So viele Packs zur Verfügung und nur ein Walkout. Das stimmt mich echt traurig, Leute. Ne? Vielleicht jetzt? Ich habe noch 3 Versuche für einen mega geilen Spieler. Auch der Versuch bleibt mir verwehrt. Nicht mal eine Tafel. GG, ey. So, come on, das sind meine Lieblingspacks. Bitte, bitte. Einen Walkout, einen verdammten. Nein! Keine Tafel, Leute. Das ist Monier. Keine Tafel im 50k-Pack. Ja, die habe ich ja schon alle. Na, moin, Dicker. Okay, das letzte Pack, Leute. Gebt doch alle gerne noch einen Mitleidsdaumen nach oben. Das ist unfassbar, würde ich mal sagen. Das ist zu krass. Ich schließe mal kurz meine Augen. Ich möchte jetzt nicht sehen, ob eine Walkout-Plattform kommt oder nicht. Come on. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Come on, ist es jetzt ein Walkout gewesen? England, Torwart. Was für Walkout. Alter, ich bin echt enttäuscht. Ich bin schon enttäuscht. Ich meine, 2x85 Player-Pick kann man lassen. Fernandinho, aber der Rest, Leute, der Rest. Für die Anzahl an Packs, die ich geöffnet habe, ne? Das ist einfach zu krass. Zu krass, ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel besseres Packler. Ich wünsche euch alle möglichen Walkouts, ich wünsche euch alle möglichen Icons und ja, wie gesagt, checkt mein Instagram-Account aus für die nächsten 3 Tage, wo ich in Salzburg bin. Vielleicht trifft man den einen oder anderen. Als ich vor ein paar Wochen in Salzburg war, habe ich, glaube ich, 20 bis 25 Leute getroffen. Hat mir mega, mega Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alter, ich bin schon enttäuscht, ne? Ciao, ciao, Leute.